Was hatte Ersoy Padir für eine Rolle im Club? Wie kamst du mit ihm zurecht? Ersoy Padir war eine schwierige Persönlichkeit. Sehr unbeliebt im Club. Aber man hat so getan, als wenn er beliebt wäre, weil man sich nicht mit Kadir verscherzen wollte. Er war sein Bruder, auch sein Älterer. Und dementsprechend war die Verbindung natürlich maximal eng mit den beiden. Und keiner ist mit dem Bruder des Chefs schlecht. Ist ja logisch. Liegt in der Natur der Sache. Das ist auch völlig normal. Das ist auch in anderen normalen Firmen so, dass man sich mit denen nicht verwerfen will, weil man sich halt nicht negative Vibes irgendwie anhaften will. Und so war es auch im Club. Und Ersoy Padir war immer so ein gespielter Psychopath. Ich habe ihn nie für einen Psychopath gehalten. Ich halte ihn so für so gestört, dass er die Leute nervt und unterdrückt. Aber ich hielt ihn nie für so einen Soziopathen, wie er sich immer dargestellt hat. Von wegen, er ist ein Killer, er sticht die Leute, er bringt sie um und so. Er hat eine Aktion gemacht, am ähnlichen Tag auf jemanden geschossen. Auf Red Devils, das weiß ich, zu Bandidos-Zeiten. Da gehört natürlich auch einiges dazu. Aber ich habe ihn auch in anderen Situationen erlebt. Und ich glaube, es ist eher mehr so, dass er sich einen gewissen Namen machen wollte, weil er halt sehr klein war. Und mit 1,60 kannst du halt nicht viel auswirken. Ne? So. Und der das irgendwie kompensieren wollte, dass er dann immer so den Psychopathen hat raushängen lassen. Das ist eher so, wie ich ihn eingeschätzt habe. Aber extrem unangenehm, hat auch nette Seiten, aber war sehr unbeliebt im Club. Unter der vorgehaltenen Hand, hat die Leute gepiesert, genervt, hat ein paar Leute auch hier nochmal geschlagen, wurde dann dafür von Kadir auch angezählt, aber hat natürlich nie Konsequenzen erleben müssen. Und die Leute hatten keinen Bock auf ihn. Er hat immer so einen Hund gehabt, so eine Bulldogge oder so. Da hat er die Leute auf den Hund gehetzt, beziehungsweise andersrum, den Hund auf die Leute. Und das mochten die Leute nicht. Und wie gesagt, war so unangenehm, die Leute sind ihm aus dem Weg gegangen und haben dann immer trotzdem so wegen Kadir, hey, wie geht's Abi, er ist so Abi. Und, aber ja, unangenehm, sehr anstrengend und auch, ja, auch immer auf Spannung. So. Und er war auch der Einzige, der kiffen durfte. Drogen waren verboten und der hat sich aber immer einen Joint nacheinander gegeben. Auch Trinken und so war verboten. Musste man vorher fragen, ich will heute Abend weggehen und trinken. Und das musste abgesegnet werden vom Sergeant damals. Was ist die Aufgabe von einem Sergeant at Arms? Naja, bewaffnetes Charter kümmert sich um den Waffenhandel und die Waffenbeschaffung und auch die Lagerung, kümmert sich um die Disziplinen. Das Einhalten der Regeln und auch noch für die Einhaltung natürlich auch die Hierarchie. Das heißt, im Zweifelfall ist auch der Sergeant, der sagt, dass der Präsident noch sagt, du, jetzt ist hier Feierabend. So, der so ein bisschen so den Schiedsrichter macht, mehr oder weniger. Und das ist so die Aufgabe des Sergeant. Und natürlich auch, wenn Krieg ist, die Kriegsführung macht. Ne? Das heißt, die Angriffe organisiert, Anschläge organisiert und auch die Leute auserwählt, wer wo was macht. Wie zum Beispiel jetzt den Sodamord zum Beispiel, die Leute dann rauspickt, du machst das, die Waffen organisiert, alles so, sich drum kümmert. Und auch entscheidet, okay, mit der Führung natürlich immer in Absprache, die wird die Aktion gemacht oder auch nicht. Der hat auch die Hand über die Waffen. Das heißt, alles Beschaffung, Lagerung, Ausgabe, Benutzen, Einsatz, Kriegsführung, was auch immer. Wie oft gab es Gruppenfahrten mit den Motorrädern? Oder waren die nur zur Show da? Nee, die gab es oft. Wir sind nach Graz konnten wir nicht, da wurden wir verboten. Wir sind in Balaton, nach Ungarn, sind wir mit dem Motorrad gefahren. Ofen haben wir mal gesagt, mit dem Motorrad. Komplett von Deutschland. Also durch Tschechien, Slowakei, wo auch immer. Und auch viele hier Ausfahrten gemacht und so. Das war Kadir wichtig. Der ist gerne Motorrad gefahren, der hat auch mehrere Motorräder gehabt. Und das war ihm wichtig und jedes Mitglied musste ein Motorrad haben. Nicht alle sind immer gefahren. Aber bei unserem Charter, das wird immer gerne gesagt, ja, mit Motorradfahren hat nämlich nicht viel zu tun. Doch, unser Charter, ja. Das war Kadir sehr, sehr wichtig, dass man fährt, weil das auch sein Lifestyle war. Er war halt nicht dieser Rocker mit irgendwelchen Scorpions-Mucke rumfahren und yeah. Sondern der ist halt mit seinem Harley, mit der 50.000 Harley rumgefahren und mit seiner Gucci-Geschichten und so hin und her. Aber trotzdem wollte Harley fahren. Das war ihm auch wichtig und das musste man auch machen, wenn man die Möglichkeit hatte, einen Führerschein zu machen. Wenn man kein Verbot hatte, musstest du den auch machen. Und du musstest dir eine Harley organisieren, klar. Also zum Beispiel NRW war das zum Beispiel anders. Ich glaube, da hat 90% keiner. Ich habe da noch nie jemanden Harley fahren sehen, außer Ramin. Was kannst du zu Kolja Goldstein sagen? Ich habe ihn ja nie kennengelernt. Ich sehe nur halt manchmal, ich habe so Bilder gesehen mit Nedjo. Und ich denke auch, dass mit ein paar Jungs, die Jungs auf der Flucht sind, in der Türkei mit denen gut ist. Aber ja, es ist halt, der interessiert mich nicht, ich habe mit dem nichts zu tun, ich kenne ihn nicht. Und ist natürlich auch so ein Kandidat, der verherrlicht alles und redet von normalen Sachen und Familie, aber dann wird dann halt sowas nach außen. Das sind ja nicht nur die Musik, sondern ist ja auch so, was er sagt. Ich habe ein paar Sachen mal so, kennst du durch diese ganzen Algorithmus-Sachen, kriegt man mal ein paar Sachen so vorgeschlagen. So sehr fragwürdige Aussagen. Aber hey,
Jeder wie es mag, ja. Wie hat man neue Geschäftspartner getestet? Gar nicht. Die waren Geschäftspartner, man hat sein Geld rausgezogen und dann war's das. Also da gibt's kein Testen. Der ist ja, soll ja nicht irgendwas werden, sondern man will ihn ja ausnehmen, aussaugen oder als ein Geschäft mit ihm machen. Sagen wir jetzt wirklich Partner auf Augenhöhe. Wir machen Geschäft miteinander und dann war's das. Man versucht so konfliktlos wie möglich das Geschäft zu haben, weil gerade so Geschäftspartner im soliden Bereich natürlich dazu neigen, schnell auch dann zur Polizei zu gehen, weil die natürlich schnell Angst bekommen, okay, ich habe jetzt Hells Angels, ist cool und sie helfen mir, wenn ich mit anderen Stress habe, so mit irgendwelchen Sachen, die nicht so, die so illegal sind oder halb illegal sind. Aber ich muss natürlich auch aufpassen, wenn die jetzt an mich rangehen wollen, sind die Leute dann auch schnell mal eben bei der Polizei und machen Anzeige. Das haben wir auch schon erlebt. Deswegen ist man da immer versucht, so einen diplomatischen Weg zu gehen. Hat nicht immer funktioniert, aber es ist so. Und meistens war es auch so, die Leute haben sich angebietet. Also es ist jetzt nicht wie früher die Mafia oder Neapel aktuell, wo man eine Straße hat, man geht rum und dann gibt es Leute, die rumgehen und sagen, hier ist der Kasten. Einmal die Woche kommt einer vorbei und dann gibt es 50% von den Einnahmen von der Woche. Das gibt's hier nicht, dann bist du ganz schnell im Knast. Sondern die Leute kommen eher und sagen, ey, ich brauche deine Hilfe, ich brauche die Clubhilfe, Kadir, kannst du mir helfen oder Perser, was auch immer, ich habe es ja auch erlebt. Ich weiß, illegale Gelder, unversteuerte Kohle, illegale Geschäfte, stille Teilhaber sind bei irgendwo und nicht zum Anwalt gehen können und sagen, ey, hier, auf das klagen, das und das klagen, sondern sagen, ey, geh hin, mach Druck, droh ihm, dann kriegst du 20% von dem Geld oder so. Ja, oder 50 Mille, je nachdem, wie ja auch die, um was es geht. Das ist eher so das, wie es passiert. Wer hat damals das Spiegel-TV-Team angespuckt und wurde das gefeiert? Göksel. Ja, Göksel, ich kenne die Szene, ich war ja auch da. Göksel. Ja, das ist halt, er war ja bekannt dafür. Ich war ja genauso. Ich habe ja nicht geschmuckt, aber ich habe auch getreten. Ich und er und ein paar andere waren ja so bekannt dafür. Mal hat man es gefeiert, mal hat es genervt, mal hat es Probleme gemacht, je nachdem, was der Impact war. In dem Fall war es scheißegal, weil wir eh schon sehr, sehr angeschlagen waren, weil an dem Tag wurde das Verbotsverfahren durchgezogen. Wir wurden verboten. Das Clubhaus wurde auseinandergenommen. Und dementsprechend war natürlich auch die Stimme auf dem Tiefpunkt. Und dann kam natürlich jetzt Spiegel oder wer auch immer und hält drauf. Und da ist natürlich die Zündschnur noch kürzer, als sie eigentlich sonst ist. Von daher, und dann kam natürlich sowas bei rum. Ist natürlich nicht gut, aber so war es damals. Ja, hab mich bei denen entschuldigt. Auch vor der Kamera, das war mir wichtig. Ist es nicht einschränkend, wenn man immer schauen muss, wo kann ich hinreisen und wo ist Bandido-Gebiet? Nee. Immer auf Krieg raus. Immer. Ich bin nach NRW gefahren, hab mich vor den Bandidos, vor dem Fat Mexican, vor dem Club aus Duisburg ablichten lassen. Das war mir scheißegal. Ich hab in Reinickendorf gewohnt. Eastgate war bei mir gegenüber. In der Nähe, sind da regelmäßig vorbeigefahren, das war scheißegal. Klar, kommt drauf an, wo wir wussten, okay, zum Beispiel Dänemark war anders. In Dänemark mussten wir aufpassen, weil Dänemark nochmal anders war. Da herrschte ein Krieg mit den Migranten damals, zu meiner Zeit. Und da mussten wir aufpassen, weil die ziehen auch die Waffe am helllichten Tag auf der Tankstelle und schießen in den Kopf. Und da mussten wir natürlich echt aufpassen. Da hatten wir eine Situation, das weiß ich noch, da waren wir an der Tankstelle oder in so einem Bistro-Store mäßig mit anliegender Tanke. Mit Lars damals, der ist mittlerweile kein Mitglied mehr bei den Nomads, das hat sich auch alles verändert, aber damals war es halt die Konstellation und da meinte er, ist er kurz unruhig geworden, weil er dann ein paar Jungs gesehen hat, die sind aus dem Auto gestiegen. Die waren halt so und also vermasst, ne, und haben die Hände in den Taschen gehabt. Und die haben wir nicht kommen sehen, mal unerwartet, helllichten Tag, man muss immer damit rechnen, das machen die Hells Angels ja auch nicht anders. Und dann meinte er, okay, wir müssen jetzt gehen, weil wir sind unbewaffnet und sind alle ganz schnell ins Auto und sind dann weggefahren. Und die haben dann geguckt, sind hinterher, aber in dem Augenblick kam so ein Polizeiauto. Aber in Dänemark heißt die ja Politi oder was. Und kam dann und hat die dann noch rausgezogen. Ich glaube, die wurden sogar verhaftet. Aber es war so eine heiße Situation, wo es halt auch knallen können. Und dann wären wir, glaube ich, auch zum Nachteil gegangen, weil wir hatten nichts dabei. Aber so an sich war halt immer, du musst natürlich immer damit rechnen, dass du angegriffen wirst. Und in Berlin sowieso. Und deswegen waren wir immer ein Messer stecken gehabt. Und du bist davon ausgegangen, dass du immer irgendwie Konflikt hast und angegriffen wirst. Deswegen warst du immer auf Adrenalin, beziehungsweise immer wach, immer fit. Und das Potenzial war ja immer irgendwie gegeben. Auch nicht nur von MCs, sondern auch Großfamilien. Das ist ja auch mal schnell immer mal gekippt. Und das gab es ja auch diverse Konfliktsituationen und musstest immer irgendwie aufpassen. Wie kam es zum Videodreh mit Bushido? Wir hatten damals ein Meeting, ich wusste davon gar nichts, das wurde auch im Meeting angesprochen, da erinnere ich mich sehr gut dran. Wir hatten damals ein Meeting und da saßen wir im Sahara, in dem hinteren Raum, in dem Meetingraum.
Und hat Kadi das angesprochen, dass Arafat auf ihn zugekommen wäre und der ein neues Album release jetzt nächstes Jahr und die würden gerne ein Video mit uns drehen und uns so ein bisschen Flagge zeigen. Und wer hätte denn Lust, da mitzumachen? Und merkwürdigerweise, das fand ich sehr merkwürdig, fand ich auch so ein bisschen, wird auch seiner Position damals nicht gerecht, war meine Finden, hat er gesagt, ja, ich mach's auf jeden Fall. Und wer will noch? Und da waren gar nicht so viele dabei. Ich glaube, der Sergeant hat da mitgemacht. Und noch so ein Serdal damals, auch ehemaliges Mitglied mittlerweile, ist auch ausgetreten, der wurde auch verurteilt, lebenslänglich. Die haben da mitgemacht. Es wurde von Arafat offen angefragt. Und wir hatten ein gutes Verhältnis mit ihm, waren ja auf der Beerdigung, hatte ich auch schon thematisiert. Und mit Bushido hatten wir nichts zu tun. Ja, ich habe Bushido einmal gesehen auf der Beerdigung seiner und seine Frau damals, auch auf der Beerdigung seiner Mutter. Aber ansonsten hatten wir mit ihm persönlich nichts zu tun, sondern es lief immer über Arafat. Und der hat das angefragt. Und dann kamst du auch dazu, da haben sie es angerufen. Und Checker war, glaube ich, auch dabei, der Frankfurter. Nein, wir wurden eingeladen von Arafat. Ne? Arafat hat gesagt, ey, Bushidos Mutter ist gestorben. Wir laden euch ein zur Beerdigung, zur Sarg. Also nicht zum... Es gibt ja immer diesen Leichenschmaus, wie man so schön sagt, sondern wirklich auch den Sarg dann, ne, zur Beerdigung, wirklich eigentlichen Beerdigung. Und Kadi ist dann hingefahren. Das war Kadi, ich, Ortschun. Und Azad damals, wir sind dann hingefahren und vielleicht noch ein paar andere mit einem anderen Auto, aber die erinnere ich mich gerade. Und das war natürlich, für Arafat war das natürlich damals ein Schaulauf in der Unterwelt. Ne, seinen Bereich abstecken, sein Territorium zeigen, das sind die Jungs, mit denen ich bin, die sind auf meiner Seite. Das sind so meine Fraktionen. Und da war das Who's Who aus Deutschland, was man so kannte aus der Unterwelt. Arabische Großfamilien aus Bremen, NRW, aus Berlin. Und das war halt ein Schaulaufen. Was sehr eklig ist, ich habe es damals als zynisch betitelt, das tue ich auch immer noch, weil das hat da nichts zu suchen eigentlich, aber so war es halt. Und das ist dann so ein Schaulaufen. Das läuft ja bei der Mafia nicht anders. Da kommen ja auch alle Familien, teilweise kommen sogar die Mörder dann, wenn einer getötet wurde zum Beispiel auf die Familie, auf die Beerdigung. Also das ist nichts Neues. Und bei ihm war es halt einfach so, er wollte einmal Flagge zeigen, dass er mit den Hells Angels jetzt ist. Und wir waren ja schon eine Partei, die auf jeden Fall, ne, habe ich schon gesagt, relevant waren. Und das war für alle dann klar, oh, okay, alles klar. War das auch in Bushidos Interesse? Kann ich mir nicht vorstellen. Er hätte mit uns nichts zu tun gehabt. Kann sein, um vielleicht Flair einen reinzudrücken. Weil Flair war ja mit uns dann. Aber dann hat sich das erledigt gehabt. Das Thema brauchen wir jetzt nicht nochmal anreißen. Und das hatte sich dann beendet, das Verhältnis. Und komischerweise hat er uns eine Zeit lang darauf angesprochen gehabt, ob wir was mit ihm machen wollen. Kann sein, dass er vielleicht das so ein bisschen als Stichelei genommen hat oder was auch immer. Aber ansonsten gibt's, kann ich mir nicht vorstellen, warum. Ja, also, er hat ja keinen Vorteil mit uns durch uns irgendwie. Klar, irgendwie schon, aber auch nicht, keine Ahnung. Du hast mal bei Spiegel TV über eine unangenehme Situation mit Kadirs Frau gesprochen. Kannst du diese erzählen? Ja. Ich hatte von der Affäre schon mal gesprochen. Und meine Affäre war auch mit der Affäre von Kadi befreundet, wie das halt immer so ist. Und also wie es halt im Club so ist. Ne? Und da war es halt so, die Frau, das hatte ich auch schon in der Folge mal beschrieben, war halt sehr ungesund. Ja? Die war einfach giftig und hat halt viel, viel, viel Rosenkrieg mit ihm gemacht. Ich habe es ja schon beschrieben, ich muss es jetzt nicht wiederholen. Und die hatte immer das Bedürfnis, sich irgendwie seiner Frau mitzuteilen und sich irgendwie Gehör zu verschaffen und ihre Daseinsberechtigung irgendwie zu erhaschen. Ja? Und die Frau wusste ja natürlich nichts, klar. Die Ehefrau von Kadir, von ihm. Also von ihr. Und, aber irgendwie hat sie das Bedürfnis, ihr Kenntnis zu machen, zu kenntlich zu machen, dass sie irgendwie da ist. Und hat dann mal, das weiß ich noch, so irgendwie so eine SMS, irgendwie hat sie die Nummer aus dem Telefon rausgeholt und hat irgendwie eine anonyme SMS an sie geschickt und hat sich irgendwie dann vorgestellt. Irgendwie ganz merkwürdig, fällt ja nicht auf sie zurück, intelligenterweise. Macht keinen Sinn, aber sie hat es gemacht. Sie war aber irgendwie immer noch verpicht, sich irgendwie ja, bei ihr sich ihr vorzustellen, sagen wir es mal so. Und dann gab es eine Situation nach Kadi, nachdem er verhaftet wurde. Kadi hatte ihr eine Wohnung besorgt, hatte ich auch erzählt. Und meine damalige Partnerin hat bei ihr übernachtet, um sie so ein bisschen zu unterstützen mental. Und die sind dann raus, wollten einkaufen gehen. So, ja. Und dann sind sie ihr in einer Punkstraße über den Weg gelaufen. Und komischerweise wusste aber sie, wie die Ehefrau von Kadi aussieht. Ich weiß gar nicht woher. Und weil die Frau kannte sie nicht. Und dann auf einmal hat sie sich so von meiner damaligen Affäre, also von meiner Frau da, losgesagt und ist dann auf einmal zu ihr gelaufen. Und sie war dann mit Einkaufstüten, mit den Kindern. Natürlich auch voll aufgelöst, weil der Mann jetzt verhaftet wurde.
und hatte gesagt, hey, Leila, so hieß sie damals, ich bin die und die. Und die war da völlig perplex und hat gesagt, was willst du? Und Ausdrücke gefallen und hey und so, wir müssen zusammenhalten, unser Mann und so. Und wollte dann, ja, sehr krank eigentlich. Und so war aber das Gespräch, mir wurde es dann so wiedergegeben und hey, wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns kümmern und du sollst ja seine Frau bleiben, aber ich bin dann auch da, wir können ja zusammen irgendwie was mit ihm machen und hin und her, Dreiecksbeziehung nach dem Motto. Und die war völlig perplex, die Frau, die Arme mit den zwei Kindern, völlig überfordert, verstehe ich auch. Ich meine, sie wurde ja in die Situation gedrückt mit der ganzen Geschichte, die hat sich ja das nicht, also so nicht ausgesucht. Und dann ist das eskaliert und ist meine Partnerin dann dazwischen gegangen. Und Leila hat natürlich, die Frau von Kadi hat natürlich gleich einen vom Club angerufen. Macht die Alte hier weg, wollte die mich verarschen und so, vor den Kindern und völlig hier aufgelöst. Daraufhin hat Hati mich angerufen und ich lag zu Hause im Bett und meinte, ey, du musst sofort hoch, du musst zu der Alten damals und sofort das unterbinden. Die steht nämlich gerade vor der Frau von Kadi, macht Riesendrama. Und ich so, okay, alles klar, scheiße. Angezogen, rausgegangen, direkt losgefahren und dann habt ihr dann noch so gerade abgefahren vor der Haustür und habt ihr dann natürlich auch zur Sorge gemacht, ne? Hab gesagt, was ihr einfällt, sie sich verarschen, sie kriegt alles von uns, die Wohnung, das Geld gestellt, alles, sie musste gar nichts machen, nur Hand aufhalten und macht dann gerade in so einer schwierigen Zeit, macht es einen noch schwieriger, vor allem ihren angeblichen Liebes, ihren Freund so, was es alles soll und sie hat dann geheult, nein, ich wollte doch nur, also ja und dann habe ich auch meine damalige Partnerin gesagt, du steigst jetzt ein und dann war das Thema dann durch, ja und und das war eine ganz üble Situation für die Frau mit den Kindern. Ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich auch für die Kinder ziemlich verstörend gewesen, wenn die es mitbekommen haben. Und das war so eine ganz unangenehme Geschichte. Ist auch telefonisch auch, weiß ich noch, da war ja schon die Telefonüberwachung geschaltet worden, wurde auch vorgespielt. Also ganz unangenehm. Also für mich nicht, sondern für ihn, ne? Weil seine Frau saß in Dings und Hati und so. Das ist natürlich für die Frau sehr, die war jetzt immer Zuschauer dabei. Und dann hörst du so, vor hunderten Leuten wird da deine Eskapaden in der Beziehung irgendwie thematisiert und das Fremdgehen eines Mannes ist natürlich sehr entblößend für die Frau, was natürlich auch leid tut für sie, aber ja, Augen auf bei der Partnersuche. Und ich war natürlich nicht anders, ich war natürlich nicht besser. Ich habe das ja auch gemacht, würde ich heute nicht mehr machen. Und ja. Hattet ihr Kontakt zum Rapper AK außer Kontrolle? Da in dem Lied Berlin ein Hells Angels-Mitglied mit dem T-Shirt Free Kadir auftaucht. AK war damals für uns nicht relevant, weil er halt sehr jung war. Und war damals auch musikalisch nicht relevant und erfolgreich. Und die Jungs, die im Video sind, ich habe das Video gesehen, sind die ganze, das ist die junge Generation von gewesen. Das waren so die jungen Kerle noch, also die wirklich jungen, so mit 18, 17, 19, 20, die so die Supporter waren oder Supportergruppierungen waren, so MG81, Benny City Crew. Und die waren so mit denen, die waren da befreundet. Die haben da so ihre Musiksachen gemacht, das war für uns nicht, haben wir nicht ernst genommen. Aber sind ja jetzt auch ein paar Jahre ins Land gegangen, anscheinend sind einige davon jetzt auch aufgestiegen. Es gibt ja auch nicht mehr wirklich mehr potenzielle Leute, die da in den Club wollen. Und haben sich anscheinend dann so, jetzt hat er sich die ins Video geholt. Und ist natürlich auch immer geil, ne? Wenn du dann, musst du ja vorstellen, da sind ja immer noch welche im Club, die Lebenslänge nicht bekommen haben. Aber irgendwie ist es immer Kadir, Free Kadir. Wenn ich mir mal frage, ey, was ist mit mir? Ich bin jetzt der Idiot oder was habe ich jetzt Lebenslänge nicht bekommen? Deswegen ist auch immer, ja, siehst du ja, es ist alles, ja, alles ungesund und. Aber das war damals kein relevantes Verhältnis für uns. Und das haben eher so die Jungen gemacht. Und die Jungen waren für uns ja, ja, das waren halt die Jungen, ja. Wie kann es sein, dass der mutmaßliche V-Mann Dennis Witt bei euch ein- und ausgegangen ist? Sehr gute Frage, die habe ich auch gesehen. Ich kann es mir bis heute nicht beantworten. Und ich habe es auch thematisiert im Club damals. Weil mir hat man gesagt, ja, das ist ein Hurensohn. Weil das war ein Typ, der hat sehr viel Negativität. Weißt du, ich bin ja so ein Energietyp. Vibes, Energie und. Ja, und der hat sehr viel Negativität ausgestrahlt. Damals schon. Der kam dann auf einmal, hat auch diese ganze Terrari-Thematik auch gemacht und so. Und für mich war immer suspekt, sehr merkwürdig, sehr zwielichtig und auch ja, einfach unsympathisch und auch sehr, sehr negativ. Und habe ich auch die Jungs gefragt, was ist mit dem und so. Und so meinen sie, ja, das ist ein Hurensohn, aber den kann man benutzen. Und ja, wir wissen, dass das ein Bastard ist. Und ist ein Anscheißer bei der Polizei, ist ein V-Mann, aber den kann man benutzen und so. Ich bin sicher, was willst du mit so einem? Was will man so, warum holt man sich so einen in sein Umfeld? Da spielst du ja mit dem Feuer, ja? Das tust du sowieso die ganze Zeit, aber dann gießt du ja nochmal richtig Benzin rein. Und ja, wir machen das schon. Und die kannten sich ja alle. Da sag ich, okay, lass die machen. Ich habe ja eh da nicht keine Aktien drin. Hat mit dem nichts zu tun. Und er hat aber mal den Kontakt zu mir gesucht, das weiß ich noch. Er hat gesagt, komm, wir gehen mal essen, Perser, und komm, Perser, wir gehen mal hier. Und ich sage, nee, danke, hau ab. Ich habe keine Lust auf dich. Und dann hat er dann auch gemerkt, ich mach zu. Wahrscheinlich hat er sich auch irgendwas erhofft.
irgendwie die nächsten 500 Euro Informationen, die er sich dann abgreifen kann. Hast du MOK kennengelernt? Er ist ja ein Freund des Clubs. Das weiß ich nicht. Ich habe Mork eben kurz im Moabit kennengelernt. 2-3 Mal sind wir uns über den Weg gelaufen. War auch so ein Mann, den ich jetzt nicht unbedingt als sympathisch empfunden habe. Aber gar kein Front gegen ihn, sondern der war mit diesem Tommy Fuchs damals, das war ein Red Devil bei uns. Mit dem war er gut. Red Tommy war damals zu der Zeit auch inhaftiert für eine andere Geschichte. Und die haben Freistunde gehabt und ich war Hand zu Hand und ich musste außerhalb laufen, alleine. Und der Mock war dann da und hat sich so ein bisschen mit ihm so, war gut mit dem. Wahrscheinlich hat er sich auch irgendwie, ja, wollte er mit Tommy gut sein, weil er Brust oder Red Devil war. Ich habe 2-3 Sätze mit ihm ausgetauscht, aber Mock, der war für mich irrelevant. Auch diese ganzen Musikleute waren für mich nie irgendwie. Aber der war damals da, ich glaube, der hat wegen Graffiti oder so, hat Tommy mir damals erzählt, der war irgendwie Geldstrafe nicht bezahlt oder sowas. Irgendwie so das. Oder Vandalismus, keine Ahnung. Welche Rolle spielte noch Grisha V zu deiner Zeit? Grisha Bove. Grisha Bove ist, zu dem muss man mal sagen, das ist schon eine Persönlichkeit, der hat die Bandidos aufgebaut in Berlin, wirklich komplett. Und er hat auch das Charter um Kadir Padi aufgebaut und war auch der Präsident anfangs von Kadir Padi. Und der hat das Charter aufgebaut und Kadir Padi hat ihn dann rausgedrückt, also weggeputscht, mehr oder weniger. Sie hieß immer, ja, er baut die Charter auf und geht dann weiter. Ich weiß aber heute, dass es nur zum Teil stimmt. Kadi hat sich dann eine Lobby aufgebaut und hat ihn dann rausgeputscht, rausgedrückt. Und deswegen hat Kadi auch immer Angst gehabt. Jetzt weiß ich auch, woher das kam, weil er immer selber diese ganze Taktiken angelegt hat und immer Angst hatte, dass einer das mit ihm macht. Deswegen hat er ja bei mir dann ganz schnell und auch bei anderen immer so schnell, die irgendwie Charisma oder irgendwelche Leute mitziehen konnten, dann schnell abgesägt und auf den Platz gesetzt. Bei Kischer war es halt so, der ist dann lange Bandido noch gewesen und er gehörte zu dem Charter an, wo dann diese diversen Drive-Bys passiert sind in der Streustraße, bis sie dann den Patch-Over gemacht haben als Prospekte, als über Potsdam, über das Micha, Präsident damals, der Charter in Potsdam. Und das lief auch mehrere Monate und dann ist es eine Situation gewesen, irgendwie, die haben irgendwie so eine Supportergruppe gehabt, Dooms oder was auch immer, die haben ja auch eine eigene Supporterstruktur aufgebaut, die unter den Hells Angels waren. Und da gab es irgendwie eine Auseinandersetzung, irgendeine Situation, die unschön war und Grisha Bove so ein bisschen, ja, irgendwie, weiß ich, wie soll man sagen, wollte da nicht mit ins Thema kommen, obwohl er beteiligt war. Wollte aber nicht, dass es rauskommt, dass er dabei war. Und hat sich dann, ich glaube, das war eine Schlägerei oder so, und ist dann zu einem der anderen Beteiligten gegangen, zu den Supportern, und hat gesagt, ey, wenn die Bullen kommen, sagst du, ich war nicht dabei. Da waren andere dabei. So. Der Supporter fand das sehr merkwürdig. Das ist etwas, was du nicht bringen darfst. Er hat ihn dazu animiert, eine Aussage zu machen und dann auch andere zu belasten. Damit ist er K.O. gewesen. Hätte eigentlich wissen müssen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er Angst gehabt oder Panik, Kurzschlussreaktion. Und ist dann, das ist dann der Führung dann weitergegeben worden in Potsdam. Und Potsdam hat ihn dann erstmal auf Patch in the Box, hat ihn das Patch erstmal abgenommen. Dann habe ich ihn das letzte Mal auf einer Potsdam-Veranstaltung gesehen, war er dann ohne Farben. Also ohne irgendwas, Insignien, also kein Supporter-T-Shirt, keine Kutte. Und 3-4 Wochen später haben sie ihn rausgeschmissen, auf Left No Contact. Und dann war die Karriere beendet. Und das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Ich weiß noch, dass er mal irgendwie bei meinem Anwalt mal irgendwas angefragt hat, wegen Vertretung, Mandatieren, aber mein Anwalt hat abgelehnt. Warum bist du nicht früher ausgestiegen? Ja, legitime Frage, kann ich erklären. Damals war ich nicht bereit, die Konsequenz zu tragen. Bei mir war bewusst, ich habe mir damals zu dem Zeitpunkt, als es gekippt ist, und das war nicht die Führung, das war ja Kadir. Mit einem anderen hatte ich ja nicht Probleme, auch noch einen anderen. Aber ansonsten hatte ich ja niemand mich verworfen. Nur mal erst so zu dem Thema. Und natürlich ist eine legitime Frage. Das war halt so, ich wollte die Konsequenz nicht tragen. Mir war klar, da sind haben diverse Leute Bock auf mich und nicht irgendjemand. Und das, was ich mir aufgebaut hatte, wollte ich nicht abgeben. Das heißt, die ganzen Baugeschäfte, Frau war jetzt mit angesiedelt worden, Wohnung geholt, Kind geht in den Kindergarten. Ich bin gerade voll im Flow, was diese ganzen Geschäfte angeht. Hatte auch noch Weiber laufen, das wollte ich nicht aufgeben. Und ich wollte auch nicht, dass ich mir das Leben schwer mache und mich auf Null setzen und ich hier Persona non grata bin in Berlin. Das hätten sie nämlich gemacht. Und das hat sich auch bestätigt. Es gab dann im Laufe des Verfahrens eine TKÜ-Überwachung, die aus einem anderen Verfahren war, aber die wurde eingeführt, die Akte. Und da gab es ja diese Fahrt nach Frankfurt, von der ich auch erzählt hatte. Ne? Und da wurde Kadir schon observiert und abgehört.
Da ging es um irgendwie Verstoß gegen Kriegswaffengesetz. Und da war die Polizei der Meinung, Kalkadi würde Geschäfte, Kriegswaffengeschäfte machen mit Westend. Und daher wurde diese TKÜ geschaltet. Und in dieser Woche, wo wir diese Fahrt gemacht haben, deswegen komme ich drauf, hat er ein Telefonat geführt mit einem anderen Member, der auch bekannt ist. Und da hat der Member dann offen über mich geredet, dass er keinen Bock mehr auf mich hat und er mich ankotzt und dieser Wichser und ich fick ihn und hin und her. Und Kali dann gesagt hat, ja, der kotzt mich auch an, ich kann ihn nicht mehr sehen, der muss weg. Sagt er, ja, aber wir können ihn nicht wegmachen, sagt er. Die Leute mögen ihn, die feiern ihn, der hat sehr viel Respekt im Club. Sagt er, haben die Leute vergessen, wer der Club ist? Ich bin der Club und ich entscheide, wer kommt und geht. Um Perser kümmern wir uns noch. Wir treffen ihn einander mal. Hat aufgelegt. Was er damit eigentlich sagen wollte, jeder weiß, wir machen ihn, der muss weg, heißt, wir müssen ihn umlegen. Das ist so doppeldeutig. Weißt du, was ich meine? Und das ist dann aber erst 2017 in der TKÜ offengelegt worden, weil es halt ein anderes Verfahren, eine andere Akte war, ein Jahr zuvor. Und das hat mich dann auch einfach bestätigt, auch in dem mein Schritt dann zu im Nachhinein, dass da schon lange was lief. Und nicht nur Negativität, sondern auch schon richtig, dass ich auch echt gefährdet war. Und es nur eine Frage der Zeit war, dass sie mich irgendwie abgeknallt hätten. Also Kali zumindest auf jeden Fall eine Option gesucht hätte, mit einem anderen zusammen. Und von daher, und zu dem Zeitpunkt nochmal auf die Frage zu kommen, war es dann einfach so, ich wollte die Konsequenzen nicht tragen. Ja. Kennst du einen Film oder eine Serie, in der das Rocker-Gangleben am authentischsten nachgespielt wird? Sons of Anarchy. Was auch lustiger Funfact, wir waren ja bei den Nomads sehr gut in Dänemark und die waren sehr gut mit dem ganzen Cast von Sons of Anarchy. Ja, die haben so eine Bilderwand gehabt und dann haben die einen riesen Gruppenbild gehabt mit ein paar Jungs von den Nomads und Greetings und Brothers und Hey und Stay Strong und auch diese ganzen Schauspieler, auch dieser Blonde, dann der alte Präsident und dann die Al Bundy-Frau da, die da mitgespielt hat, die Schauspielerin und die waren sehr, sehr gut. Sally Barger hat ja auch da mitgespielt, ich glaube 2-3 Folgen. Ich habe die Serie damals ein bisschen hier und da mal geguckt. Sally Barger ist ja der mittlerweile Gründungsvater der Hells Angels. Und der spielt da mit, der spielt irgendeinen Knasttypen. Ne? Aber die haben das relativ, ich glaube auch deswegen, weil sie halt sich auch viel recherchiert haben mit in den Club rein. Ich glaube, da waren ja auch, siehst du, enge Verbindung. Deswegen haben sie es sehr, sehr authentisch gemacht. Für amerikanische Verhältnisse, ne? Hier würde 4 Blocks sehr authentisch sein, was Hells Angels angeht. Bei uns damals. Halt nur mit Patch. Muss man schon sagen. Wenn du das jetzt so mit Serien vergleichen willst, für uns wäre es unauthentisch gewesen, weil wir einfach einen anderen Background hatten, einen anderen Lifestyle. Aber für Hells Angels an sich, für die Amis, war das sehr, sehr authentisch. Für uns wäre 4 Blocks authentisch gewesen. Muss dir vorstellen, Familie Hamadi nur mit Kutte. So waren wir damals. Genauso. Und das Bild, was sie damals erzeugt hatten mit dieser anderen Gruppe, Rockergruppierung, diese Junkies und der irgendwie der Transen besteigt, kann ja jeder machen, wie will, aber es hat bei uns nicht stattgefunden, das ist genau das Gegenteil gewesen. Also ich glaube, auch wenn damals das Charter stark genug gewesen wäre und diese ganze Thematik nicht passiert wäre, hätten sie es gar nicht so zugelassen, die Dreharbeiten, also das so passiert. Also die wären mit Sicherheit bei Massiv irgendwann aufgetreten und hätten gesagt, ey, der war ja federführend mit so diese ganze Entstehungsgeschichte da, hätten gesagt, ey, Digga, ihr müsst das umschreiben. Ihr könnt hier nicht die Rocker irgendwie als transenfickende Junkies hinstellen. Schon gar nicht unser Charter, aber es war ja so eine Anspielung. Ne? So, und das sind ja, was hat er damals, ich habe die Serie ja gesehen, war ja auch eine coole Serie. Ja, diese ausgestoßenen Kanaken und so. Ne? Ich glaube, das war dieser Tony Hamal, der hat das so als mal so gesagt. Das war schon eine Anspielung auf das Charter von uns so ein bisschen. Und aber wir waren genau das Gegenteil, wir waren so diese Hamadi-Familie nur halt mit Kutten. Auch in dieser Art und Weise mit Töten und Geschäfte und Aggressivität und was alles. Aber so kann man das jetzt so, wenn man so diese Filme jetzt vergleicht, so mit, das war sehr authentisch. Ja. Wie hätte so eine Ansprache an Massiv ausgesehen? Man wäre dann zu Aschoff gegangen und gesagt, ja, Aschoff, wir haben gehört, so und so, das läuft da. Kümmere dich darum bitte, dass das irgendwie anders umgeschrieben wird. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Die können uns das nicht so jetzt darstellen als transenfickende Junkies, Crack-Junkies. Und Massiv war ja auch sehr gut. Ich habe bei Massiv auch kennengelernt ein paar Mal. Sehr, sehr, sehr anständiger Typ, muss man schon sagen. Sehr, sehr nett. Super, super, kann man nichts Negatives sagen, so wie ich ihn kennengelernt habe. So ein bisschen nebenbei. Ist ja auch sehr gut mit den Syrern gewesen, mit Ismail Syrer speziell. Das ist der jüngere Bruder von Jakob Syrer, so die Familie aus Spandau. Und da habe ich Massiv überhaupt kennengelernt und so ein bisschen. Und, das hätte auf jeden Fall nicht so stattgefunden, das weiß ich. Das wäre auf jeden Fall, gerade so mit Kali und so, der wäre durchgedreht.